Mach so viele unnötige Fehler gerade. Wie viel mehr Konzentration? Ich hab so viel Zeit jetzt gerade liegen. Ist er denn überhaupt kaputt? Ja, aber ich vergesse. Es kann nicht sein, dass der wieder immer. Jetzt geht er aus dem Spiel raus, ne? Ja, wunderbar. Es ist doch nicht zum Kotzen. Nee. Immer wieder aus dem Spiel raus oder versucht doch nochmal was zu machen. Car repairs have set us back a little. Also die 16. Zeit kriege ich nicht, definitiv nicht. Ich bin vor Hülkenberg, aber es gefällt mir nicht, dass ich da so unten drin stehe. Naja, war mal halt mal ein schwächeres Qualifying. Nein, schwächeres Training. Interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Vettel, Bottas und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Aber ich bin dafür ja bekannt, dass ich... die Steigerung zum Qualifying ist noch absolut möglich. Ich glaube, in Spanien war es auch so irgendwo, wo ich in der Strecke überhaupt gar nicht zurecht kam und dann am Ende mit Platz 5 bzw. Platz 10 durch den Getriebewechsel halt... dann relativ gutes Qualifying haben. Also soll, kann in Monaco auch genauso sein. Deswegen, momentan Platz 13 ist natürlich nicht das absolut Ideale, aber kann ja immer mal was noch kommen. So. Wir springen direkt ohne Umschweife rüber. Ins dritte Training. Natürlich darf das nicht passieren, dass da jetzt noch was kommt. Wahrscheinlich muss ich wieder ein bisschen stimmen. So, Auto Setup laden. Ich hätte echt Probleme mit dem Schalten, mit der mageren Mischung. Wie gesagt, nicht, dass es mich jetzt irgendwo juckt, weil ich, wie gesagt, ich fahre sie nicht. Aber, ja. Bisschen besser Schwung holen hier. Oh Mann, diese Kackecke da, ey. Ich verballer gerade so die ganze Zeit die Rückblenden. So. Absolut nicht ideal. Ich habe schon fast über 2 Sekunden. Wird schon wahrscheinlich über 2 Sekunden Rückstand haben. Wird wahrscheinlich keine Chance haben, die aufzuholen jetzt irgendwie. Sehen wir da gleich losen.
Ecke hier, ne? Jetzt viel zu weit rausgekommen. Achtzehn vier, das ist okay. Fieber wird wahrscheinlich nicht drin sein. Natürlich nicht zum Hauptmenü. Nee, also vergiss dieses Rennen definitiv. Es wird nicht. Es wird nicht Vierter der Magnussen, ey. Ich bin sogar bei den Haas da unten, ey. Platz 16, Platz 17. Das ist ja, dieses Rennen ist nicht meins. Dieses Rennwochenende wird definitiv nicht meins werden. Und ich habe tatsächlich keine Reihe. Ich habe keine anderen Wahlreifen. Also es ist. Ja, verschenken wir es einfach, das dritte Training. Ist einfach schlicht so. Es wird nicht mehr drin sein. Platz 17, 18. Ich sage ja gerade so für den Sauberen, das ist. Platz 16 und Platz 18. Also, wir müssen auch auf. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikkonen und Lewis Hamilton. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ah, oui, nämlich morgen. also, nicht mit dem Training. Nein, wir sehen das mit dem Training erst nächste Woche wieder, wenn es dann nach. Wo geht's denn überhaupt hin? Nächste Woche fällt mir gerade so mal auf. Ach, Kanada schon wieder. Kanada liegt, das ist eine Strecke, die ein bisschen mehr liegt. Zwar nicht absolut wegen Topspeed und alles runter, die hat der Renault schlichtweg nicht, aber ja, Kanada ist eine Strecke, die ein bisschen eher liegt, weil sie halt wirklich auf Highspeed ist, statt auf ja, halt reine Performance. Wir gucken mal in der Voice-Mail rein. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Über 10 oder höher, das wird schwierig werden, aber gut. Soll vorkommen. So, dann heißt das, wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying. Gucken, ob es da hoffentlich ein bisschen besser läuft als in FP2 und 3. Schlechter kann es ja kaum laufen. Ich muss gucken, wie das. Ansonsten ist es halt ein Wochenende zum absolut zu vergessen. Ich blicke jetzt die nächsten Rennen auf jeden Fall dann weiter nach vorne und dann gucken wir mal einfach. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Auf Wiedersehen.